Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution Herausforderung. Wir haben beim letzten Mal echt viel geschafft und es ist noch der gleiche Tag. Also ich nehme jetzt anschließend gleich noch eine zweite Folge auf. Das heißt, ich konnte noch nicht auf Kommentare eingehen wie Dinosauriernamen und Tipps und so weiter. Mache ich ja normalerweise immer. Aber ich würde sagen, wir spielen jetzt direkt weiter. Wir hatten echt viel zu tun und habe es jetzt schon wieder vergessen, was ich genau machen wollte. Aber da kommen wir sicherlich gleich rein. Sollte kein Problem sein. Wir können einmal bei dem Kleiderladen auf jeden Fall das Geld anpassen, dass wir hier mehr verdienen. 2000, 2500. Wir wollen ja das Maximum rausschlagen. Ah, 2600 ist, glaube ich, schon so ziemlich der Maximalwert. Die vier Dracorexe. Oh, die fühlen die sich wohl? Ja doch, das geht wieder hoch. Sehr gut. Okay. Es läuft. Wie viele Dracorexe kann man denn überhaupt halten in einem Gehege? Wald. Oh, die haben fast zu wenig Wald. 2 bis 8. Wir könnten sogar noch mehr machen. Aber es nur lohnt sich das. Machen wir auf jeden Fall noch ein Bäumchen hin. Vielleicht hilft das ein bisschen einmachen, wenn noch kommt. Einer geht noch. Zu teuer. Scheiße, wir haben kein Geld. Aber wir haben Fossilien. Fossilien geben Geld. Oder auch nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Genau, wir wollten den Dilophosaurus hochziehen und als nächstes ausbrüten. War auf jeden Fall der Plan. Und wir wollten den Zaun auf jeden Fall aufrüsten. Der braucht aber noch ein bisschen Zeit, um entwickelt zu werden. So, das passt alles. Oh, es gibt so viel, was ich noch erforschen möchte. Ich weiß nicht, ob ich als nächstes das mittlere Kraftwerk erforsche. Das weiß ich gar nicht. Wir können ja mal eben schauen in der Zeit, wo das hier noch läuft. Globaler Betrieb. Das Marketing. Das brauchen wir alles nicht. Wobei so eine Kostenreduktion für Futterstationen wahrscheinlich nicht schlecht wäre. Gebäude. Was haben wir denn da noch? Sporting mittleres Kraftwerk. Ich glaube, ich mache das mittlere Kraftwerk. Oder halt noch mehr hiervon. Ah, nee, wir brauchen das Kraftwerk, Leute. Da bin ich mir ziemlich sicher. Fossilien könnten wir natürlich auch einiges machen. Trodon. Olorotitan, der ist ja auch nicht schlecht. Baryonyx. Ah, so viel zu tun. Wir haben so viel freigeschaltet. Aber erstmal brauchen wir die Zäune. Die sind jetzt fertig. Das heißt, wir machen das mittlere Kraftwerk. 100.000 hat mich das, glaube ich, gekostet. Und 5 Minuten Zeit, das geht eigentlich klar. Und dann können wir jetzt hier den Zaun aufrüsten. Einfach nur, weil es sicherer ist. Ersetzen. Haben wir jetzt zumindest schon mal einen etwas besseren Zaun. Wenn wir da gleich noch Dilos zumachen, was hoffentlich von der Gehegegröße her hinkommt. Zu teuer. Oh, wir haben kein Geld mehr. Mist. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, jetzt habe ich nicht mal mehr Geld, um das hier zu extrahieren. Ja, super. Und ein Stromausfall. Ja, klasse. Da habe ich mich jetzt überschätzt. Zu teuer. Ich kann nicht mal eine Futterstation auffüllen. Eieiei. Aber man ist ein Dinosaurier fertig geworden. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Unser dritter Keratosaurus. Dafür könnt ihr auch wieder gerne Namen in die Kommentare unten schreiben. Da ist er. Unser dritter im Bunde. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu knapp vom Platz. Ansonsten müssen wir das Gehege einfach etwas vergrößern. Bestätigt. So, einmal betäuben bitte. Geldtechnisch haben wir schon wieder 100.000 am Start. Dann können wir mal eben das Gehege auf jeden Fall fertig machen vom Zaun her. Ersetzen, das war glaube ich nur das letzte Stück. Ja. So, Jungs, wie sieht es denn hier aus? Wald, Grasland, ja, das ist sehr, sehr knapp. Vielleicht sollten wir das wirklich ein bisschen erhöhen oder vergrößern, das Gehege. Könnte man auf jeden Fall mal machen. Wenn wir da gleich noch Dilos reinmachen. Zusätzlich, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Maßnahme, denke ich. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach. Könnten wir rein theoretisch einfach hier so eine. Oh ne, schon ein bisschen abgerundet. So einen weiteren Bogen machen. Gebaut. Meint ihr, wir können das mal kurz. Werden schon nicht ausbüchsen, die Jungs. Nicht losrennen.
Wunderschön, nicht? Na gut, die Ecke hier ist jetzt nicht so schön, aber das macht ja nichts. Aber haben wir schon mal ein größeres Gehege, das ist ja auch nicht verkehrt. Dann können wir auf jeden Fall noch eine Beobachtungsgalerie dann nachher hier einfügen. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz geschaffen. Verändert nicht sehr viel, aber es ist nicht mehr ganz so knapp am Minimum, sag ich mal. So, bringen wir den dritten Keratosaurus hinüber. Und damit steigt unser Park wirklich gut. Also es geht echt gut voran. Bin frohen Mutes, dass wir die Mission hier gut abschließen sollten. So. Dilophosaurus. Einmal bitte mehr erforschen für mich. Ich frage mich, ob wir gleich mit einer Beobachtungsgalerie rein theoretisch hier die Ecke wegkriegen, die so hässlich ist. Weil die sieht echt nicht nice aus. So. Transportiere Produkt. Wir können uns die leider gerade noch nicht mehr leisten. Mehr Geld für Sie bedeutet mehr Geld für die Foundation. Ihre Gebühren haben sich erhöht. Ja gut, das macht ja nichts. Wir kriegen ja gut Geld rein gerade. Sie haben den Auftrag planmäßig erfüllt. Gute Arbeit. Gut, die Galerie können wir dann hier hin machen. Wäre auch nicht verkehrt. Kriegen wir unsere hässliche Ecke, die wir da eingebaut haben, leider nicht mit raus, aber das macht ja nichts. Vielleicht können wir die nochmal so korrigieren. Oh. Einen Unterhaltungsauftrag brauchen wir. Hier ist ein neuer Auftrag. Ich habe dabei sofort an Sie gedacht. Oh, Dinos zu verkaufen ist immer voll anstrengend. Das ist auch voll das Minusgeschäft. Ich weiß nicht, was noch wertvoller als eine lebendige, atmende Tötungsmaschine aus einer längst vergangenen Zeit sein könnte. Eieiei, das war knapp. Habt ihr es gesehen? Er ist fast ausgebüxt. Kam direkt angelaufen. Nehmen wir nochmal so ein kleines Wasserding hin. Ein paar Bäumchen. So. Dann können die von dieser Beobachtungsgalerie nämlich auch was sehen. Kein Strom, eine Ruhe. Das wird gut. So. Baukasten verbaut, warum? Echt jetzt? Wow. Okay, das passt aber alles. Dritte Keratosaurus ist gelandet. Die Jungs, denen geht's noch gut. Steht ja auch 1 bis 3. Idealer Bestand ist auch alles bei bester Ordnung. Das heißt, das mit den Dilophosaurus in deren Gehege sollte eigentlich gut klappen. Angreifen sollten die sich auch nicht. Das sollte auch funktionieren. Wir brauchen jetzt nur ganz viele Fossilien, damit wir auf 100% kommen. Aber das sollte, denke ich, auch kein Problem sein. Wie sieht es denn hier aus mit der Forschung? Oh, das ist fertig. Was habe ich denn? Das mittlere Kraftwerk habe ich, glaube ich, als letztes erforscht. Gebäude-Upgrades. Eieiei. Verbesserte Leistung 2.0 ist auch sehr smart. Machen wir einfach mal. Wir werden sowieso irgendwann diese ganzen Sachen brauchen. Nach und nach alles mal erforschen. Krankheiten sollte ich vielleicht auch bald mal anfangen. Weil sobald eine Krankheit ausbricht, das dann erst zu erforschen, ist immer nicht so geil. Aber gut, das passt schon. Im Moment, wie viele Gehege haben wir? 3 Stück. Aber einige Dinosaurier und Dinosaurierarten. Also das ist schon echt okay. Macht ihr jetzt keine Faxen, Jungs? Und kein Geld. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein Restaurant hinmachen für ein bisschen Kohle. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, hier können wir dann nochmal ein bisschen Restaurant. Schutzraum haben wir hier schon. Vielleicht auch nochmal in Souvenirladen. Mal gucken. Hey Jungs, was macht ihr da? Nicht kämpfen jetzt. Hört ihr wo auf? Okay, die fauchen sich nur an. Das ist voll in Ordnung. Oh, sehr gut. Bernstein haben wir gefunden. Und nochmal Platin. Oh, sehr gut. 360.000. Oh, wir haben gerade echt viel Glück. Ein Fastfood-Restaurant.
Ja, hier kein Strom. Ja, tatsächlich kein Strom da. Wow. Unlucky. Quatschen wir doch nochmal. So. Ja, ich weiß, kein Strom und so. Verbind das doch alles gleich. Boah, ist das ätzend hier mit dem Hotel, dass man so außen rum bauen muss. Wirklich. So, jetzt ist alles wieder mit Strom versorgt. Perfekt. Dann haben wir hier ein Fastfood-Restaurant. Da können wir vielleicht auch gleich mal ein paar teurere Sachen anbieten. Damit wir mehr Geld verdienen. Souvenirladen klatschen wir auch noch gleich daneben. Alles vorm Hotel, damit die Gäste, wenn sie aus dem Hotel kommen, erstmal was kaufen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so unsmart. So. Gucken wir doch mal, was wir mit dieser Speise hier rauskriegen können an Kohle. 2000? 3000? 4000? 5000? Oha! Okay, wir können 5000 plus rauskriegen. 5100 habe ich gesehen. 5200, nehmen wir das doch. Sehr schön. Sieht das aus mit Sturmabwehrstation? Hier oben eine, die deckt fast alles ab. Ich würde gern alles abgedeckt haben mit Sturmabwehrstation. Einfach damit ich nicht so viel Stress habe später. Könnte hier einfach die nächste hinklatschen, wenn ich möchte. Ja, warum nicht? Das passt eigentlich ganz schön. Also der Park ist gar nicht so hässlich, muss ich sagen. Fällt mir eigentlich ganz gut. Man kommt hier rein. Diese ganze Industriekram am Anfang finde ich immer nicht so nice. Aber dann hier das erste schöne Gehege. Gut, das hier mit diesem Zaun hier ist auch nicht so ideal, aber das ist halt zweckmäßig. Was willst du machen? Es läuft, es läuft. Drakorexe wollte ich nochmal einmachen. Genau. Die Lophosaurus ist bei 81%. Extrahieren, extrahieren. Na? Ich habe kein Geld. 105.000 kostet mich das. Eieiei. Da hätte ich gerade doch nicht extrahieren sollen. Ich schicke ihn mal auf eine günstigere Stätte mal eben. Einfach damit wir ein bisschen was finden in der Zeit. Nein, unser Dino ist gestorben. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Ärgerlich. Na, das hat natürlich jetzt enorm Geld gekostet. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir keine Dracorex machen sollen. Machen wir hier mal das teuerste. Schauen wir mal, was wir rauskriegen können. Vielleicht mit dem zweiteuersten mehr rauskriegen? Nee, ich glaube, das teuerste war besser. Ein Nachtsichtgerät, okay. 3400 habe ich gesehen. Na, wann 3400? Habt ihr das auch gesehen? Okay, 3400 sehe ich nicht mehr. Wow. 2640 ist auch voll okay. Das ist auf jeden Fall gutes Geld, was wir reinbekommen. So. Fossilien ist ein Forschungszentrum. Forschung ansehen. Verbesserte Leistung 2.0 ist noch am Machen. Wir sollten bald das nächste Kraftwerk auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich weiß gar nicht, wie es hier platztechnisch aussieht beim Park. Hier noch Platz? Guck mal, dann können wir hier noch das nächste Kraftwerk auf jeden Fall machen. Einfach noch genug Platz. Diese ganzen Bäume, die nehmen aber auch Platz weg. Wir hätten da auch noch voll viel Platz. Ich weiß gar nicht, was ich da noch hinmachen soll. Vielleicht kann ich hier echt noch viele Industriegebäude machen, hier in dieser Reihe. Verkaufen. Wir brauchen Geld. So, jetzt können wir ihn nämlich wieder zum Dilo schicken. Das sollte geldlich passen. Und noch woanders Dilo? Velo, Velo. Ich glaube nicht. Oder ist hier oben noch Dilo? Anki? Nee, das ist die einzige Ausgrabungsstelle, wo wir noch Dilophosaurus-Zeug finden können. Ich habe auch das Gefühl, dass bald einer von unseren Dinos hier sterben wird, an Altersschwäche. Ist ja schon einige Zeit her, dass die leben. Es läuft echt gut. Sturmwarnung. Ja, so viel dazu. Alle Schutzräume schließen bitte einmal. Ich hätte vielleicht mal noch hier oben einbauen sollen. Kann ich mir natürlich nicht leisten. Also hier oder so. Ich habe ja hier einen. Hier so am Ende irgendwo. Mal schauen, ob wir das als nächstes mal machen.
Ich hoffe, hier geht jetzt nichts kaputt. Bei den drei Karatosauren. Wirklich doof. Lauft, meine Leute! Rennt alle hinein! Panik, ey. Es regnet. Was ist das für eine Sprache? Struktur beschädigt. Okay. Da geht's schon los, Leute. Wir schicken direkt das Ranger-Team schon mal los. So. Ist vielleicht jetzt nicht so smart, dass ich hier Futterstationen aufbühle, aber warum nicht? Passt. Was? Fragezeichen. Ja, denn? Ich habe keinen Zaun reingebaut. Okay, deswegen Fragezeichen. Ey, macht voll Sinn, den hier zu machen, aber geht nicht. So. Kein Zaun, kein Tor meine ich natürlich. Jetzt fährt er auch los. Sehr gut. Also die Sturmabwehrstation scheint gerade gute Arbeit zu machen. Noch ist nicht viel kaputt gegangen. Das geht eigentlich. Krankheitsausgebrochen. Welche haben wir denn jetzt? Oh Gott, wir haben eine andere. Campylo. Das sieht nach einer neuen Dinosaurierkrankheit aus. Zeit, ein Heilmittel zu erforschen. Campy. Okay, das müssen wir schon erforschen. 2 Minuten braucht das nur, das ist gut. Das sollte zeitlich passen, dann werden wahrscheinlich alle angesteckt sein, aber das macht ja nichts. So, bevor ihr jetzt zurückfahrt, alles mal reparieren, Jungs. Eieiei. Geht aber auch alles den Bach runter. Wofür habe ich denn die Sturmabwehrstation? Wahrscheinlich kann ich auch gerade gar keine Expedition starten. Weil das kaputt ist. Nee, ich habe einfach kein Geld. Da, jetzt habe ich Geld. So, was habt ihr denn Schönes mitgebracht für mich? Da, wunderbar. Ja, den will ich nicht haben, den Chungungu Mongosaurus. Oh, der hat die auch? Das geht gehegeübergreifend? Ich dachte immer, das wäre so gehegemäßig von wegen... Okay. Interessant. Interessant. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. So. Ja, die zwei Ranger-Teams, die brauche ich schon echt. Ihr seht ja, wenn Sturm kommt und dann noch Krankheiten ausbrechen gleichzeitig, dann ist hier wirklich Land unter. Aber ich denke mal, ich habe das hier echt ganz gut gelöst. Ich hatte auch Glück, dass ich gerade keine Forschung am Laufen hatte. Sonst hätte ich wieder dick Minus gemacht, was das angeht. So, wir müssen jetzt ja erstmal alle öffnen, damit wir wieder Geld reinkriegen. Darf ich nicht vergessen. Expedition. Der ist unterwegs. Sehr gut. Dann extrahieren wir das mal trotzdem. Ist ja egal. Allein schon, weil wir die freien Slots brauchen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Wegen Krankheit. Okay, er hat's geschafft. Jungs. Mal bitte. Jetzt müsst ihr einmal losfahren. Ich brauche schon fast den dritten Jeep. Beziehungsweise dieses Planungsupgrade. Das mache ich, glaube ich, mal, weil das ist ja super anstrengend. Ranger-Planung müsste das sein, ne? ICU-Helikopter? Ne, das ist falsch. Da ist Ranger-Station. Ranger-Team-Planung. Das mache ich mal. Dann können wir denen nämlich 3 Aufgaben geben und nicht immer nur 2. Das ist nämlich ein bisschen anstrengend. Zu teuer? Ach, shit. Wir haben kein Geld. Nein. Ja, wir brauchen jetzt das Geld, um unsere Dinos zu heilen. Und jetzt hier abnippeln, das wäre super ärgerlich. Lege weitere Aufgabe fest. Ja, das macht keinen Sinn, dass der darüber fährt. Verstanden. So, du machst das. Du machst das. So, wie sieht das jetzt hier aus? Die beiden sind noch krank. Ich hoffe, die kriegen die jetzt schnell geimpft, bevor der nächste krank wird, weil das kostet mich alles Geld. Deine infizierten Dinosaurier. Perfekt. Wir haben es geschafft. Damit haben wir wieder einen Park ohne Krankheiten. So, Fossilien ansehen. Da hatten wir doch noch was. DNA extrahieren, extrahieren. Ja, Geld ist schon wieder knapp. Kannst du nichts machen. Zu teuer, wow. Jetzt nicht extrahieren sollen. Warten wir jetzt kurz, bis wir Geld haben dafür, oder fliegen wir woanders eben hin? Fliegen eben woanders hin. Macht ja nichts.
Wir sind wirklich am mega am Limit die ganze Zeit, aber so soll es ja auch sein, ne? Ist jetzt ja auch nicht verkehrt. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte noch einen Schutzraum hier irgendwo hinmachen, ne? Da oben wollte ich noch einen Schutzraum hinmachen. Habe ich aber kein Geld für. So. Ihr fühlt euch alle wohl, Jungs? Alles bestens. Wie sieht's hier aus? Hallo. Ist euch auch alles gut? Ja. Sie sehen glücklich und zufrieden aus. Euer fünfter Kompagnon, der hat's leider nicht geschafft. Tut mir leid. Aber kann ich jetzt nicht ändern. Habe ich jetzt auch gerade kein Geld für. Das ist nämlich alles sehr, sehr teuer. Ja, wir haben schon eine Inselbewertung von 1,3 Sternen. Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier Dilos brüten ordentlich. Wir können eigentlich schon mal anfangen. Gucken, wie teuer die sind. Boah, die sind teuer. Habe ich die modifiziert? Wahrscheinlich nicht, ne? 300.000. Es liegt bestimmt daran, dass ich das Genom nicht zu 100% habe, dass die so teuer sind, ne? Gehe ich mal von aus. Fossilien-Heli kommt, glaube ich, gerade wieder. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da oben kommt er. Das heißt, wir haben hier gleich wieder Fossilien. Schauen wir doch mal, ob er ein Dilophosaurus-Zeug hat. Ah ne, wir haben ihn ja gar nicht dahin geschickt. Habe ich ganz vergessen. Und wir verkaufen das erstmal hier vom Anki. Wobei wir den Anki auf jeden Fall auch machen können. Oh, der hat Platin gefunden. Das war sehr gut. So. Es läuft. 500.000. Am Start. Er fliegt los. Wir haben 500.000. Was kostet so ein mittleres Kraftwerk? Boah, 750.000. Also, das können wir uns leider noch nicht leisten. Aber gut. Die Frage ist, noch so ein weiteres Hotel wäre nice hier oben, ne? Hier haben wir eins, da könnten wir hier noch eins machen. Weil ein Hotel ist echt, bringt echt viel Geld rein und Gäste. Das weiß ich. Schauen wir, ob wir den Weg hier durchkriegen. Also schön ist es halt alles nicht, dass man hier zwischen so einem Kraftwerk und so durch muss, aber ja, es geht mir halt eigentlich nur um die Mission. 750.000 kostet das. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Wie sieht das hier aus? Haben wir da was am Laufen? Genau, die Teamplanung stimmt. Fossilien? Kommt ihr wieder oder seid ihr schon wieder da? Ne, sind noch nicht wieder da. Eine Minute verbleibend. Dann schauen wir doch mal hier, was wir als nächstes erforschen. Gehegekram brauchen wir nicht. 1.000.000 kostet das. Beobachtungsplattform. Uiuiui. Das wird schwierig. Ja, elektrische Zäune brauchen wir erstmal nicht. Das passt. Gebäude-Upgrades brauchen wir sicherlich noch einige. Fossilien brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt. Gebäude ist, glaube ich, interessant. Weiß nicht, ob sich die Dinger hier lohnen. Sicherheitszentrum und Besucherzentrum. Oder ob es sich nicht mehr Sinn macht, so ein Spielwarenladen wahrscheinlich, ne? Damit wir mehr Geld reinkriegen. Boah, sehr gut. Schon wieder Platin gefunden. Aber nur das falsche Fossil hier gefunden. Das ist nicht gut. Wir brauchen die Lophosaurus-Genom und nicht diesen anderen. So, wir können uns aber das Hotel leisten, tatsächlich. Das Hotel, wenn ich das weit genug hier rüber mache. Voll die Idee. Wartet mal. So. Ist voll gut. Dann sollte man nämlich, weil man kann hier oben rausgucken beim Hotel, auf das Gehege schauen können. Könnt ihr hier mal sehen. Genau, hier kann man nämlich auch, wenn man Glück hat, vom Hotel aus mal einen Dracorex sehen. Da. Seht ihr? Da unten. Zwar in ganz klein, aber man kann sie sehen. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir hier eine bessere Sichtbarkeit im Park haben. Und das wird hier genauso sein. Und ich denke mal, von hier hast du wirklich eine gute Sicht auf das Gehege. Bin ich gleich mal sehr gespannt. So, Gäste. Oh. I don't know. Wollen wir nochmal ein Fastfood-Restaurant machen? Die werfen echt viel Geld ab, ne? Ja, komm.
Machen wir gleich das teuerste Produkt. Ich glaube, wir haben jetzt das billigste und das mittlere. Und dann machen wir gleich nochmal das teuerste. Hier können wir schon mal ein Upgrade anwenden, auf jeden Fall. Ranger Teamplanung. Ranger Teamplanung. Machen wir zwei Stück. 20.000 ist ja nix. Oh, guck mal, die schlafen. Ach, wie süß. Man schläft mit Augen offen. Seht ihr das? Verkaufen, verkaufen, extrahieren. Oh, Dilophosaurus, das ist sehr, sehr gut. Perfekt. Unser Fastfood-Restaurant ist fertig. Dann machen wir hier mal den Dino-Schmaus und gucken mal, was wir da rausholen können an Geld. 4.000, oh. Ich glaube, das ist sogar Max-Geld. Ja, nicht schlecht. 4.000 für das Fastfood-Restaurant in einer Minute. Das ist schon nicht ohne. Expeditionskarte ansehen. Die müssen wir natürlich losschicken. Und die Jungs sind sich da am Prügeln. Haben wir jetzt nochmal einen Dracorex? Oder fangen wir schon mal an? Leute, wisst ihr was? Wir brüten jetzt schon mal den ersten Dilo aus. Den verkaufen wir aber. Wir verkaufen jetzt erstmal zwei Dilos, damit wir die Mission abschließen. Und dann setzen wir die Dilophosaurinnen, wenn die auf 100% dann sind, hier in das Gehege. Forschung abgeschlossen, Spielwarenladen, sehr schön. Hier, vielleicht will ich das doch nicht. Ne, jetzt habe ich ihn schon angefangen. Sonst verschwende ich jetzt hier wieder Geld, das wollen wir auch nicht. Wir können auch eine neue Forschung uns raussuchen. Genetische Forschung könnten wir natürlich auch machen. Eieiei, ihr seht ja. Lohnt sich aber eigentlich, ne? Wenn man hier eine nimmt, die wirklich viel Bewertung steigert. Vielleicht könnten wir mal hier ein paar... Ja, optische Bewertungen sind immer gut. So ein Alpinmuster oder ein Savannenmuster oder sowas. Das ist echt nicht schlecht, aber wir haben auch gerade kein Geld am Start. Und deshalb kommt das eigentlich nicht in Frage. Was muss ich denn gerade nochmal machen? Hab ich's vergessen. Geht. Nee. Hä? Was wollte ich denn gerade machen? Ich habe auch eingedacht. Ich wollte gerade das Dilophosaurus verkaufen, Dings, auf jeden Fall abbrechen. Weil wir Geld brauchten für irgendwas, aber ich hab vergessen, wofür. Wow. Ja, gut. So, Expedition. Dilophosaurus. Na, wofür wollte ich denn gerade Geld ausgeben? Ich habe es halt wirklich vergessen. Keine Ahnung. Aber eigentlich läuft es ja ganz gut. Also der Park wirft auf jeden Fall Geld ab. Wir kriegen immer mehr Dinos, wir werden immer größer. Wir können, wenn wir die Dilos fertig haben, das nächste Gehege bauen, dann vielleicht den nächsten großen Fleischfresser oder sowas in unserem Park willkommen heißen. Ich würde sagen, wir erforschen hier auf jeden Fall mal jetzt eine genetische Forschung. Und zwar das Alpinmuster. Das finde ich echt schön. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Und das bringt auch ordentlich Bewertungen dazu. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, das läuft, das läuft. Edition. Ist auch am Laufen, Forschung läuft. Hier hinten läuft alles. Vielleicht können wir hier jetzt... Ja, jetzt weiß ich, was wir machen wollten. Wow, ich hab's vergessen. Spielwarenladen haben wir mich gerade freigeschaltet. Ja, mein Gehirn hat mich doch nochmal erinnert. Haben aber gerade leider nicht genug Geld. Müssen kurz warten. So, jetzt können wir uns den leisten. Den bauen wir nochmal eben. So, sehr schön. Und damit haben wir dann auch schon echt viele Besucherläden. Die bringen wirklich gut Geld rein, also das hätte ich gar nicht gedacht. Da habe ich damals nie so viel Wert drauf gelegt. Aber ihr habt mir ja auch ordentlich Tipps gegeben. So, neue Fossilien, was haben wir da? Dilophosaurus, so will ich das haben. Ich hoffe, das steigt jetzt auf 100% mit den beiden, aber wahrscheinlich nicht, oder? Wohl drei Sterne und drei Sterne. Es könnte hinkommen. Ich hoffe es mal. Wir schicken ihn zur Not auf jeden Fall nochmal. Können wir natürlich nicht. Ja, super. Lassen wir den ersten Dilo halt frei. Für den braucht ihr keinen Namen in die Kommentare schreiben. Den verkaufe ich nämlich gleich. Für die Mission. Man ist nie zu alt, um bei unserem neuen Spielwarenladen vorbeizuschauen.
Dilophosaurus ist schon echt ein cooler Dieser Saurier. Dino, der Dilophosaurus, hatte kein nach vorne gerichtetes Augenpaar wie fast alle Fleischfresser. Stattdessen verließ er sich bei der Jagd auf seinen Geruchssinn. So wie die meisten heutigen Fleischfresser. Boah, der Spielwarenladen ist aber jetzt nicht so nice. Wir brauchen eine neue Mission. Nehmen wir Sicherheit. Unsere Existenz besteht aus der permanenten Bewertung von Bedrohungen und Gelegenheiten. Ja, machen wir doch. Jungosaurus, kein Problem. So, mal schauen, ob er ihn jetzt hier bekommt. Perfekt. Dann würde ich sagen, verkaufen wir den ersten Dilo. Haben damit 350.000 hat uns, glaube ich, gekostet. Gut Minus gemacht. Also das ist echt ärgerlich. Was kriegen wir denn dafür? Kriegen nur 190.000 Geldbelohnung. Das heißt, wir machen mit dieser Mission Minus. Das ist keine Ahnung, was sie sich bei solchen Missionen denken. Aber gut, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Das war die heutige Folge Jurassic World Evolution Herausforderung. Wir speichern nochmal ganz schnell ab. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ich würde sagen, Tipps und Dino-Namen auf jeden Fall unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.